Hallo YouTube, ja, heute mal aus meiner Jägerhütte. Ja, wie versprochen, der Inhalt von meinem Kulturbeutel. Dieser Beutel, den habe ich dabei, wenn ich einen Rucksack dabei habe. Der wandert sozusagen von Rucksack zu Rucksack, von kleinen Rucksack in den großen Rucksack und so weiter und so fort. Praktische Sachen sind da drin und die möchte ich euch einfach jetzt mal vorstellen. Und ja, keine Garantie und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alles, was ihr da reintut, hängt viel damit davon ab, was ihr so an Kenntnissen habt. Hängt davon ab, ob ihr Luxus braucht und hängt auch davon ab, ob ihr gerade lange Haare habt. Okay, arbeiten wir uns mal von außen nach innen. Das Paketchen, das kleine Sackau, ist von einer ganz bekannten Outdoor-Marke, die mit diesem Greifvogel. Sehr gut. Und was auffällt, ich habe hier schon mal einen Reißverschluss von außen und da ist jetzt sozusagen mein Beauty-Repertoire drin. Es gibt Zeiten, da habe ich längere Haare, da brauche ich einen Kamm. Da ist meine Zahnbürste drin und da ist auch noch Zahnpasta drin. Dann etwas, um die Hände zu desinfizieren und Seifenblätter sozusagen. Das sind kleine, ja, Seifenstückchen, wenn man so will, die ganz, ganz dünn sind, wie so ein Blatt Papier. Und damit kann man sich sehr gut biologisch die Hände waschen. Das ist bioabbaubar. Gute Sache, wenn man mal saubere Hände haben muss, weil man Essen vorbereitet oder jemand die Hand geben möchte. Okay, das ist schon der Bereich Beauty. Dann kommen wir zum Hauptfach. Weiter geht's. Hier haben wir Navigation. Wir haben Papier, um etwas aufzuschreiben. Wir haben so ein Ding, mit dem man Messer schleifen kann. Da ist aber auch noch ein Fire Steel dran. Und ja, in dem Fall ist auch noch ein Morsecode-Ding mit Spiegel dran, ne? Aber mir ging es eigentlich hauptsächlich um auf die Schnelle mit wenig Platz ein Messer scharf zu bekommen. Das ist nicht die schönste und die beste Art, ein Messer scharf zu bekommen, aber im Notfall ist es auf jeden Fall besser als nichts. Und dieser Feuerstahl hat ja auch seinen Nutzen. So, was haben wir noch hier drin? Auch hier ist noch ein bisschen Schnur. In dem Fall ist das so eine Angelschnur. Von Schnüren kann man nicht genug dabei haben. Die ist irgendwann da reingewandert und da geblieben. Die war da auch noch drin. So, genau daneben haben wir die Abteilung Erste Hilfe. In dem Erste-Hilfe-Päckchen ist zum Beispiel auch was, um Feuer anzumachen oder mal, ja, das andere Geschlecht zu depanieren. Ne? Dann gibt es einen Zeckenhebel, Schmerzmittel, Verband, Kompressen, Zahnseide. Das ist cool. Ihr kennt diese Spender mit der Zahnseide drin. Wenn man die aufmacht, dann hat man so eine ganze Rolle. Dann ist das Ganze kleiner. Und Zahnseide ist nicht nur gut, um irgendwelche Fleischreste zwischen den Zähnen zu entfernen, sondern das ist auch eine sehr stabile Schnur. Und da ist echt viel drauf auf so einer Rolle. Ich weiß nicht mal auswendig, wie viel, aber viele, viele, viele Meter. Und damit kann man viel machen. Dann gibt es dann auch jede Menge Pflaster, Schmerzmittel und so weiter und so fort. Kompressen. Und das Ganze in so einem Ziploc-Beutel, aber in so einem hochwertigen Ziploc-Beutel. Ne? Doppelter Zip und irgendwie 20 Meter wasserdicht. Hast du nicht gesehen. Praktisch und gut verpackt. Das ist, hier ist noch ein Spiegel drin. Ich habe gesagt, nee, auf Beauty lege ich viel Wert. Der ist automatisch mit in den Täschchen drin. An so einem Scratch fest. Das heißt, ich kann ihn auch wieder zum Signalisieren benutzen oder um zu schauen, ob ich eine Zecke habe an Stellen, wo ich sonst nicht sehen kann. Ja, dann haben wir hier einfach mit einer Lupe. Das sind so Lupen, die aus, ja, Plastik sind. Die sind sehr stabil und die vergrößern extrem.
viele Sachen, die hier drin sind, sollen für mehrere Sachen nutzbar sein. Ne, Lupe, wisst ihr alle, kann man Feuer mitmachen, aber man kann auch schauen, ob man irgendwie einen Dorn im Finger hat und so weiter und so fort. Sehr praktisch, finde ich gut. So leicht, wiegt gar nichts, ein paar Gramm. Gute Sache. Daneben ist noch nochmal Verband, passt er nicht mehr in meinen Ziploc, deshalb ist er einzeln. Das war diese Seite. Dann kommen wir hierzu. Das ist so ein bisschen so die Survival-Ecke von dem ganzen Ding. Da haben wir eine ganz laute Signalpfeife. Wieder Schnur. Das ist jetzt hier Bankline. Das ist wie Teer auf einer künstlichen Schnur. Verrottungsfest, sehr stabil, sehr leicht und kleiner verpackt als Paracauch jetzt zum Beispiel. Dann haben wir einen Stift, dicken Markierer, kleinen Markierer für mein Heftchen zu schreiben oder wenn ich irgendwie Sachen beschriften möchte, irgendwie eine Nachricht hinterlassen soll, gute Sache. Außerdem ist der Alkohol drin, das Trinken kriegt man auch noch ans Brennen, wenn es denn sein muss. Dann haben wir hier Nadel und Faden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind auch mehrere Nadeln mit drin, also ganz normale Nähnadeln. Und eben ein sehr stabiles Garn, das Ganze auf so ein Stück Plastik drauf gefummelt, damit man ja Reparaturen machen kann. Die Nadeln nutzen auch natürlich wieder, wenn man irgendwie einen Dorn hat, den man nicht rausbekommt. Dafür ist es auch gut. Dann natürlich eine weitere Methode, ein Feuer zu starten, neben dem Fire Steel und der Lupe. Ein ganz normales Feuerzeug. Hier ist ein bisschen Paracord da dran. Ach Quatsch, Paracord. Hier ist ein bisschen Bankline, damit kann ich das Ding auch irgendwie aufhängen. Und ein paar Schichten Ducktape oder Panzertape, damit ich etwas habe, um etwas zu reparieren. Oder das brennt natürlich auch, da gibt es ganz viele Nutzen. Kennt ihr. Dann hätte ich hier mein Angelkit. So, das ist so ein Laborstäbchen, da ist jetzt ein Schwimmer drin. Mehrere Vorfächer, mehrere Haken. Blei, alles was man so braucht und dann relativ viel Angelschnur und das ist dann so eine, kein Monofilament, sondern eine geflochtene Angelschnur. Vielen Dank Sascha für den Tipp, die ist nämlich viel stabiler als eine ganz normale Schnur und ja, damit kann man sich deponieren, wenn es denn darum geht, irgendwie tierische Notnahrung aus dem Wasser zu bekommen. Ja? Ach, hier ist auch noch, sehe ich gerade, ja, hier ist auch noch ein Blinker. Der gehört dann mit zu dem Angelkit. Und das war's schon. Und jetzt ist es eigentlich fast leer. Es fehlt nur eine kleine Kleinigkeit. Und die versteckt sich hier. Da ist eigentlich der Haken, um das ganze Ding aufzuhängen. Da ist noch die absolute Notfalllösung, wenn das Feuer gar nicht will. Das ist einfach so ein Stück Fahrradschlauch. Wenn ihr da Stücke von abschneidet und die mit dem Feuerzeug anzündet, dann habt ihr ein Feuer, was sicher brennt, beziehungsweise eine Flamme, die lange, lange brennt. Die brennt richtig umweltschädigend, schwarzer Qualm und so weiter. Aber vielleicht rettet die mir meinen Popo, wenn ich mein Feuer nicht anbekomme. Zum Beispiel, wenn es super, super nass ist und ich muss schnell ein Feuer machen, aus welchem Grund auch immer, da kann mich das Ganze hier retten. Ne? Und das kann nass werden, alles kein Problem, hält ewig. Und kann ich kleine Stücke von abschneiden. Ja, wie ihr seht, seht ihr viel. In dieser kleinen Tasche ist relativ viel drin. Und ja, es ist jetzt so ein bisschen angepasst auf meine Bedürfnisse, die ich habe, wenn ich einfach Seminare gebe, wenn ich irgendeinen Abenteuertrip mache, bei dem ich auch Ausrüstung dabei habe. Das sind so die Sachen, die einfach so da drin sind und die ich ganz oft nutze. Ne? Also Erste Hilfe habe ich oft schon genutzt, die Lupe, um ein Messer zu schleifen, was aufzuschreiben. Das, was ich am meisten nutze, ist natürlich die Zahnbürste und die Zahnpasta. Aber auch so Sachen wie den Kompass, um mal was nachzuchecken auf einer Karte und so weiter und so fort. Das hat alles seine Berechtigung, jedenfalls in meinen Augen. Und ja, je weniger ihr dabei habt, je mehr müsst ihr können. Und je mehr ihr könnt, je weniger müsst ihr dabei haben. War das jetzt logisch? Nein. Egal. Ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und ja, bleibt wild. Ich wünsche euch die beste Zeit. Kommt gut durch und habt Spaß.
euer Pascal von wildnistraining.de.